Superintendenten der evangelisch-methodistischen Kirche Helmut Nausner und den Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde Oskar Deutsch zu mir auf die Bühne. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Gedenkveranstaltung, Gedenken heißt nicht, sich nur vage an ein Ereignis erinnern, sondern genau hinzusehen. Es gibt die unüberbietbare Verletzung der Menschenrechte und Menschenwürde immer neu bewusst zu machen und sich ihr zu stellen. Die Ermordung von Millionen unschuldiger Menschen erfolgte in Auschwitz und den anderen 41 Konzentrationslagern im Herrschaftsbereich des Nazi-Regimes. Die meisten Opfer waren Juden. Neues kann nur entstehen, wenn nicht vergessen wird, was da geschehen ist. Gedenken in diesem Sinne bleibt eine lebenslange Aufgabe, die auch den nachfolgenden Generationen übergeben werden muss. Die Kirchen, und für die spreche ich jetzt, haben ihre eigene Geschichte der Judenfeindschaft, haben sich der eigenen Judenfeindschaft gestellt. Im Jahre 1948 wurde der Weltkirchenrat in Amsterdam gegründet und die dort versammelten Kirchen haben gemeinsam bekannt, Antisemitismus ist Sünde. Im Zweiten Vatikanischen Konzil hat die römisch-katholische Kirche 1965 ihre Beziehung zum Judentum neu bestimmt und sich klar gegen jede Form von Judenfeindschaft ausgesprochen. Seit dem Jahr 2000 feiern die Christen in Österreich am 17. Jänner eines jeden Jahres den Tag des Judentums. Und im gemeinsamen Bußgebet bekennen sie: Mit tiefem Schmerz sehen wir die lange Spur an Blut und Tränen, an namenlosem Leid und Tod durch die Jahrhunderte, die Christen verursacht haben. In den Kirchen wächst die Einsicht, dass die jahrtausendelange gelebte Judenfeindschaft den Boden bereitet hat für den Judenhass des Nationalsozialismus und ihr mörderisches Treiben. Aber es wird noch dauern, bis alle Christen und Christinnen in unserem Land, in Europa und der ganzen Welt klar dem klaren Ruf ihrer Kirchenleitungen folgen und ihrer tief verwurzelten Judenfeindschaft absagen. Darum ist immer neues Gedenken nötig. Die Nazis haben sehr bewusst Gesetze geschaffen, die ihrem verbrecherischen Handeln den Anschein von Rechtmäßigkeit geben sollten. Arthur Brauer, ein Überlebender, hat es so formuliert: Die Nazis konnten im Namen des Gesetzes ungestört morden, ihre Helfer durften das jüdische Volk schamlos ausplündern. Offizielle Stellen haben mitgewirkt. Leider haben damals die Kirchen geschwiegen. Auch in unserem Land haben sich viele an der mörderischen Umsetzung dieser Ideologie aktiv beteiligt. Sehr viele haben von der Vertreibung und Ermordung ihrer jüdischen Nachbarn profitiert, gerade auch in unserer Stadt Wien. Hier ist vieles im Dunkeln geblieben. Vielleicht ist dieses ungeklärte Dunkel der Humus, aus dem sich neuer Antisemitismus nähert. Dem gilt es in aller Deutlichkeit zu widerstehen. Ich hoffe, dass das Beispiel der Kirchen die eigene schuldbeladene Vergangenheit aufzuklären, unsere ganze Gesellschaft erfasst und es eine Atmosphäre entsteht, in der alle frei atmen und leben können. Der Ökumenische Rat der Kirchen hat eine klare Stellungnahme zum 27. Jänner abgegeben und ich zitiere nur zwei Impulse. Das Erinnern darf nicht aufhören, denn ohne Erinnern gibt es weder Überwindung des Bösen noch Lehren für die Zukunft. Es geht immer wieder von Neuem darum, den Menschen von heute und den kommenden Generationen die zentrale Bedeutung von Begriffen wie Menschenwürde, Menschenrechte,
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit bewusst zu machen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.